wenn ich Gutes möchte, dann soll ich das immer soen. Und dafür soll ich doch noch ein Kehr. Wir hatten letztes Jahr zwei Wahlen, die wir mit ganz viel Erfolg konnten aufschließen. Und das war nicht so evident, weil das nicht so viel rausgesucht hat. Am Anfang haben wir uns einfach gepackt. Bei den Gemengewahlen konnten wir überall da, wo wir einen Erfolg hatten, konnten wir rein an den Gemengerat kommen. Das waren die erfolgreichsten Gemengewahlen an der Geschichte von der ADR. Und dann auch bei den Chamberwahlen, wo man das Pferdespruch tun, um Fraktionsstärke zu kriegen, auch da, als wir drohen, vieles vielleicht nicht an eine Richtung gelaufen. Ich meine, zu viele Leute haben gesagt, dass da geht schwer, dass ein einer Leute werden wählen, für eine Koalition zu kriegen. Da hast ein Herr Frieden, da geht gewählt, wenn der Martin wird, zusammen an die Regierung gehen. Wir hatten doch nicht einfach par rapport, sondern ich glaube mal, medientechnisch, wie das für drohen, für die Wahlen erklärt gehen, als ein Monat für die Wahlen kommt noch ein Umfrage raus, wo man mit drei Sitzen gerechnet gehen als für die ADR, während Piraten da 6 für rausgesucht, Kuten das gesucht gehen, die Gas aus dem dabei, ja, etc., etc., etc. Am Endeffekt haben wir das einfach gepackt, als zu verbessern, wir Kuten noch einen Sitz am Osten bei. Wir sind dadurch Fraktionen gehen und wir sind heute eng von den 4 stärksten Parteien heute hier am Land. Ja, weil das alles probiert, gegen für uns Klang zu kriegen, die dann an die Ehre liefern. Alle möglichen Taktiken, Schwertaktiken am Endeffekt, die funktionieren noch nicht mehr, das hat ihr gemerkt. Also das letzte Jahr nicht funktioniert, also sie werden noch das Jahr nicht mehr funktionieren. Ich wurde aber auch noch zu vielleicht einer anderen Partei, die als Konkurrent als an Jochbad und Fähle waren. Ich kann mir das auch nicht, ich kann das auch nicht zulassen, für das einfach zu erwähnen. Ich meine, ich habe vier Runde Wahlen gesagt, dass ich hoffen und dass ich mengen, dass man bei den Chamberwahlen die Gring überholen. Du hast auch keinen damit gerechnet, demnächst, und das gesagt, dass das nicht möglich und so weiter und so fort. Ne? Aber das ist einfach geschieht. Wir konnten die Gring überholen und das nicht mehr, weil wir beigewonnen haben, weil sie auch ganz stark verloren haben. Eigentlich, das, was die Gring gemacht haben, das ist natürlich die größte Niederlage an ihrer Geschichte von der Partei. Wir nicht nehmen das, das ist am Anfang die größte Niederlage von der Geschichte guckt von all den Chamberwahlen in Lützburg, die je eine Partei zu Lützburg erlebt hat. Sie sind von 9 auf 4 Sitz gefallen, schmengen, wenn ihnen Haut gesagt, dass sie aber ganz, ganz viel schwätzen und ganz, ganz viel auf Trumm schlagen. Da kann ich mich wirklich vorstellen, wenn ich gesagt habe, Madame Tanson, die darüber dann so schlimm die größte Verleiherin war, letztes Jahr von all den Wahlen so viel verloren, wie noch nie eine Partei verloren. Da gebe ich mal so ein, bleiben wir mal 2 Fäße am Boden, man hält sich mal ein bisschen zurück. Demut ist auch ein Tugend. Ich meine, das ist auch nicht verwunderlich, sie gegründen sich. Ich meine einfach die Politik, die an den letzten Jahren zu Lützburg gefordert ging, dass das war nicht die, die als Land verdient. Und da leid eben ganz viel auch Schuld bei den Geringen, nicht nur noch bei den anderen. Das war während 10, 20 Jahren geschieht das. Man muss sich mal vorstellen, einfach mal ein überlegen, Lützburg als eh von den reichsten Ländern hier auf der Welt und Europa. Ne? Aber wenn der Lohheit durch Lützburg geht, dann muss ich feststellen, dass ich da auf ganz viele Plätze, und ich war gestern noch ein bisschen in der WC Bohnenwesen auf der Gärt, dann muss ich leider feststellen, dass es wirklich nicht dem noch ausgesagt, also doch nicht dem noch aus der Tisch. Wir haben in den letzten 10, 20 Jahren die Politik viel Chance verpasst und kann ihn sich freuen, wie es möglich war, so etwas zuzulassen. Es ist am Schiff der Meinung, und sie verzeiht dir auch, dass Lützburg viel, viel Besseres verdient hat, viel besser kennt durch die, wann die richtige Politik die letzten Jahre gemerkt wird. Wir sind heute eine von den 4 stärksten Parteien, das ist die Hoffnung. Und wir merken doch da draußen, überall wo wir hingehen, zehntausende Leute da draußen unterstützen uns, die vertrauen der ADR, die leben und der ADR. Und Kinder immer mehr, die merken, wer da lebt, immer mehr Leute, die das Bewusstsein kriegen und sich alles ausschließen. Und ich verspreche dir heute, wir gehen an eine formidable Zukunft. Ich hatte schon gesagt, beim letzten Kongress, vier und einem Jahr, das waren noch 4 Runde Wahlen, wo ich gesagt habe, wir werden eine großartige ADR kriegen, für auch ein großartiges Land zu kriegen. Und ich verspreche dir, dass wir eine gute Zukunft werden. 100%. Liefren, das Jahr ist dann ein neuer Kampf, ein Wahlkampf. Es geht das Jahr um Europa. Und die große Frage zu Lützburg, von den überall Lausstadt, bei den Deputierten, Kollegen oder Journalisten, die große Frage, die über dem ganzen Wahlkampf schwirft, ist ganz einfach die, kriegt der ADR den Sitz oder kriegt sie nicht? Und ich kann nicht sagen, der ADR wird den 9. Juni den Sitz am Europaparlament kriegen.
Ja, Leifren, auch mir stehen zu Europa, contrairement zu dem, was heinst du gesagt hat. Mir wird doch alles gesagt, wir sollen das alles nicht mehr nachlässtern. Wir sind als Lützeburg ja klar ein Teil von Europa. Wir sind ein europäisches Vorleger, wir teilen natürlich die europäische Kultur mit unseren Freunden an Europa. Wir teilen eine gemeinsame Geschichte, die uns an Europa stark gemauert, eine Geschichte, die uns die Werte brüscht wird, für die Europa heute steht, abbauend, ob das, was an der Geschichte schon geschieht, das als griechisch, das römisch Irwin, dann die ganze 2000 Jahre lang Christianisierung von Europa, bis zum Zeitpunkt von der Abklärung. Daraus sind Demokratien, Staaten, Humanismus, als Zivilisation, die europäische Zivilisation, die uns heute so prägt. Und daraus sehen wir auch als Werte, die Werte von der ADR, Freiheit, Sicherheit, Demokratie, für das Leben, und aber auch, und dazu nicht ganz klar, die Interessen von unserem Land verteidigen. Aber wo die anderen stehen, das ist etwas anderes. Du siehst immer Verbote, wir sehen Zwang, wir sehen Sozialismus, und wir sehen die Interessen von unserem Land, die zu Brüssel verkauft gehen, für rosa-rot Dream an eine utopische Welt zu erreichen. Rosa-rot Dream von einer woker Welt, an der es kein Lützeburg mehr gibt, oder ob man es kein Lützeburger Nation mehr gibt, und überhaupt kein Nationen mei, dat das dat wat füllen schwer schwirft, auch wenn sie nicht immer so klar und deutlich so. Und das feiert mich dann zu einem weiteren Punkt, den ich will annehmen, und schon mal evaluiert, soll ich ein bisschen durch die Blumen suchen, das heißt, ob die Feimer näher, oder soll ich ein bisschen mehr Riecht rauszuhen, und ich meine, gefällt dir alle gut besser, wenn ich ein bisschen mehr Riecht rauszuhen, dann meine ich das doch. Liebe Freunde, das ist ganz einfach. Ich habe keine Lust, für noch ein paar Leute auf Brüssel zu schicken, die Brüssel leben haben, wie hier das Heimesland. Die kein Respekt haben für die Völker und ihre Freiheiten, die kein Sinn und kein Bewusstsein haben von unserer Geschichte, die just am Haut leben. Getrieben von einer Undurenheit, Frustration für zu zerstören, was jahrelang, jahrhundertelang abgebaut ist. Und ich gebe mich konkret. Es sind auch hier im Land, wie in Europa, verschiedene Radikalkräfte dabei, vieles füllen, aufzuschaffen, zu zerstören. Klein Beispiel hier im Land, Monarchie, Loser-Los, geht dagegen gekämpft. Sie sollen nicht unbedingt hart, aber sie machen nicht ein bisschen am Verborgenen. Es sind auch dieselbe, die zu den Jahren auch die Kirche aufgreifen und wollen aufschaffen, wie wenn das unser größtes Problem wäre. Es sind auch dieselbe, die als Geschichte, Kultur und Identität umschreiben wollen. Und die so eine Identität hätte mir nie gehört. Es sind die, die die europäische Geschichte nicht kennen und nicht verstehen. Sie wollen als Geschichte umdeuten. Für ein schlecht Gewissen zu machen, hier Schlagfeder sie böllisch. Sie schwätzen von Kolonialismus, von gefehlten Diskriminationen, die sie überall gesehen und so weiter. Und geht ihnen am Endeffekt just im etwas um Schuldzuweisungen. Sie mengen, sie wären quasi eine neue Religion, die die Leute Levite lesen müssen, und zumal ihrem größten Feindbild, den allen weißen Mann. Hier können dann ihre fanatische geckige Nase schon mal länger Schuld auf die Welt, das ist eine neue Erbsünde, die er fand, Ginas. Und da geht es so weiter. Drugleben müssen Bücher, die umgeschrieben oder verboten gehen, Statuen, die aufgerabt oder verstoppt gehen, Bilder, die verschwunden oder beschmiert gehen. Sie kennen kein Genot. Sogar als Spruch muss Drugleben. Die Vogue und an ihrer Frustration desideriert, für den Menschen einen neuen Spruch abzuzwingen. Mit Stärke. Das hätte ich mal länger müssen für uns 20 Jahre erzählen. Mit Leuten hätten den Kopf gerissen. Und ich denke, heute meinen die mich das auch noch. Das ist der Genderwahn. Die schlägt um sich. Ob den Unien haben sie sich festgesetzt, auch immer mehr an den Schulen, auf anderen Plätzen, an Institutionen, aber besonders auch an den sogenannten ONGen, den Nichtregierungsorganisationen, die von Regierungen finanziert gehen. Mir geht es aber. Das ist der Punkt. Sie wissen, wie so Geld kommen an die Leute platzieren, Vereine schaffen, die ihre Agenda durchsetzen, anderen. Das ist der große Marsch durch die Institutionen, die man seit Jahren und Jahrzehnten gesehen hat. Sie kommen am Schafspelz, aber sie haben ganz negativ Gedanken. Und Genderspruch, liefern, das ist ihre Signatur, sie als Zeichen an den Beweis von ihrem radikalen Denken und Handeln, das sie ausfüllen, abzwingen. Es sind auch dieselbe, die die Familie als Basis von unserer Gesellschaft relativieren und kann an dem Staat am besten überlassen wollen, die die ehrlich grüßen. Das ist ihr Traum vom Sozialismus und die lebt noch immer trotz Millionen von Deutschen an der Geschichte und Misere an der Welt. Sie, die sogar Frau und Mann
wollen aufschärfen oder manst relativieren. Sie schwätzen von 30, 40 verschiedene Geschlechter. Haut fühlst du dich so, mure so. Wir da wie Mom und Pop sollen ersatz gehen durch Parent 1 und Parent 2. Das Leute sind auch die, die so fanatisch für ein Ausländerwahlrecht antreten und alle Gegenargumente in der Bahn wollen. Sie stehen für die opende Gates-Politik von unseren Grenzen. Nicht, weil sie ein Herz haben für Flüchtlinge. Nein, liefren. Wir wollen sich durch eine Massenimmigration die Chaos erwerben und erhoffen für unsere Gesellschaft und unsere Strukturen, die sie so hassen, für sie ein Grund am Boden zu erschüttern. Die sich für Klimamaßnahmen ersetzen. Nicht, weil ihnen etwas um Klima leid, sie kennen nichts davon. Wir wollen eine weitere Möglichkeit haben, für Panik zu schaffen, für Notstand zu schaffen, für Totalität zu desideren, für demokratischen Diskurs zu beschneiden und für ihre Agenda von der Unfreiheit der Leute abzuzwingen. So wie beim Covid, genau so ist es. Alles ist gut für zu diktieren. Sie, die die Nationen und damit Freiheit und Demokratie wollen aufschaffen, die nie ein Referendum wollen machen, weil sie das Volk fährten oder das Volk für dumm haben. Für sie, als ein normaler Bürger aus der Mitte, den sich für als Spruch, als Kultur, als Traditionen ersetzt, für die zwei Geschlechter geht, an die Respekt hat für unsere Jahrhunderte aller Kultur, an ihre Rituale, ein schlechter Mensch, sogar ein Extremist, unbequem, der muss gecancelt gehen. Meinungsfreiheit geht durchgegriffen. Das muss nicht mehr, dass der muss gegen das Gesetz verstoßen. Der muss einfach irgendetwas irgendwo so, was verschiedenen Leuten nicht gefällt. Da geht er zu Rede gestartet. Das dir nicht. Aber so Leute sich abhalten, die wollen auch nicht Kontaktschuld. Die merkt, wo ihnen die geht, immer meiner Freiheit. Aber pass mal auf, es sind immer die nämlich, mal mehr, mal meiner stark, sie wollen aufschaffen. Sie wollen alles ablesen für das, was sie das alt, traditionell Lützeburg oder Europa halten. Und sie nennen das modernisieren. Für sie ist aber modernisieren am Endeffekt als Spruch, als Kultur, als Identität, als Geschichte, Familie, Religion, Monarchie, Tradition, der Mensch, Geschlecht, als Gesellschaft, als Freiheit, der Frieden aufschaffen, Lützeburg aufschaffen, Europa aufschaffen. Sie wollen all die Sachen aufschaffen, die uns verbannen, wie sie nicht am Platz absolut gut nicht. Und der Radikalismus, den heute ausgeht von den sogenannten Woken, das ist den, den ihr heute findet bei den Grünen, bei den Roten, bei den Linken. Na, mein Message hei, und all die Woke aus Lützeburg und Europa ist ganz klar, dir wird nicht durchkommen, niemals. Leute, es genug da, Mada. Halt ab da, Mada. Geht nicht das Buch, geht an die Natur, oder wo die Wand. Gesehen mal die Schönheit von der Welt. Und nun all die anderen, die schweigende Majorität, die an der Tasche faust möchte, mir sich traut, etwas zu sagen, denen so eine Schei wird ist. Refusiert, klar und deutlich, die ideologisch, links-grün Genderspruch. Setzt ihr an für Demokratie, für Meinungsfreiheit, für das Volk. Setzt ihr an für eure Traditionen und interessiert euch für die Geschichte. Setzt ihr an für die Familie, für die Freiheit von der Familie und gegen den Sozialismus. Setzt ihr an gegen Totalitarismus. An hut keine Angst, an los dich keine Angst machen, an los dich keine Schuld machen. Dir seid frei, dir seid unschuldig. Wir sind frei, wir sind unschuldig, an wir losen uns keine Schuld abzwingen. An setzt dich an für die Freiheit von den europäischen Nationen und ihre Bürger, setzt dich an für die Halle von unserer Kultur, von unserer Zivilisation und von unseren Werten. An zu guter Letzt, so das ganz klar, und ich will das auch ganz klar sagen, es gibt zwar vielleicht viele Musikrichtungen auf der Welt, mit genommen zwei Geschlechter. Da wisst ihr es. Meine Freunde, wir werden dagegen kämpfen, es wird lang gehen, wir werden gewonnen. Wir wollen uns als Europa zurück, wir wollen uns als Demokratie zurück. Sie ist zu wertvoll für die Woken zu Lützeburg und Europa zu überlassen. Dann hat das auch mein letzter Ried. Ich komme zum Schluss als Präsident von der ADR. Ich habe mich heute nicht mehr zu den Wahlen stellen, für einen Präsident zu gehen. Ganz einfach aus dem Grund, weil ich Fraktionspräsident bin, aber weil ich der Meinung bin, dass es wichtig ist, dass ich nicht gleichzeitig Präsident von der Partei bin, aber Präsident von der Fraktion bin. Wie gestern ein Mann hören, im Radio, auf der Tele,
den gleichzeitig Präsident von einer Partei ist, ein Premierminister, ein Chef von allen Ministern, die kann das vielleicht, wenn sie das mengen, wenn ihnen alles will auf eine Person zentralisieren, vielleicht ist auch kein anderer da, das kann auch sein, weil auch kein da, sie müssen dem und zwei sicher gehen. Aber als ADR, und das merkt den immer mehr überall, haben wir genug kompetent, intelligent, encouragiert Leute, die allmählich Posten können unholen. Und ich gucke als Präsident zurück auf zwei ganz schöne Jahre, wo wir viel Erfolg hatten. Wir, an denen wir darüber reisen, auch ganz viel flott zusammen geschafft haben, freundschaftlich. Und ich weiß nicht, wie das bei anderen Parteien ist. Ich meine, mir ist selbst ganz wichtig, und das selbst, wenn ich immer in der Partei erlebt habe, und noch viel weiter herstellen, dass das in Hei wirklich auch kollegial man ihnen umgeht, also vielleicht damit weit, Hei auch Freund findet, und dass es immer am Anfang soll auch ein Fried machen, wenn ihn ob eine Manifestation wie heute Hei von der ADE geht. Das bindet euch zusammen und das gibt euch Courage für die Zukunft. In dem Sinn, so ein Gijolge Merci, also aber gleichzeitig, es geht weiter, aber wir noch lange nicht genug. Merci.